Hallihallo Leute, da sind wir wieder zu einer Runde Rocket League. Alleine unterwegs mit dem Hurensohn. Horstensohn. Okay, Hurensohn. Ohne das beleidigen zu meinen, aber wenn er sich so nennt, kann ich da auch nichts für. Lol, habe ich ihn gerade berührt? 10 Punkte bekommen, der Ball fliegt einfach in seine Richtung weiter. Okay. Wow, dass ich den nicht gerammt bekommen habe. Achtung. Du Horstensohn. Horstensen. So wie man spricht. Ja. Okay, realistisch. Mist. Jo. Das ist halt geil, wenn der Ball da mit 4 Milliarden Trillionen km/h da drauf fliegt. Weiß ich nicht, weiß jetzt nicht, wo er stand. Eventuell hätte er nicht aufs den Boost fahren sollen, sondern irgendwie direkt ins Tor. Aber das ist halt lächerlich, dass der Ball wieder. Ich meine, man. Eventuell wäre der auch wieder von alleine gegangen, wenn man einfach gar nicht dran gegangen wäre oder so. Man kennt's ja. Ach, fuck. War auf jeden Fall lächerlich, dass es zu dieser Chance kam. Okay, verlänger mich. Ja. Was macht er mit dem Ball? Ach. Das war ein schlechter Ball von mir. Einfach komplett offensichtliche Flugkurve. Und also ein Scheiß. Oh, der war dann zum Beispiel gegen wieder besser. Oh, nice. Alter, und er hält ihn. Nee, er macht ihn. Okay, ich habe gerade echt gedacht, er hat ihn gehalten. Muss ich mir nochmal angucken. Der wäre doch reingerollt, oder? Ja, der wäre locker reingerollt und er hat ihn fast gehalten damit. Warum auch immer. Der den da nochmal gespielt hat. ich hole dir den Boost-Mate, halt mal kurz. Danke sehr. Und? Schön outplayed. Schön. Sauber, sauber. Na, den kann ich nicht holen. Aber den da eventuell. Oh, der geht. Schade. Der wäre gegangen, wenn er den nicht gehalten hätte. Jo. Nein, nein. Das war knapp. Okay. Shit. Ich hatte gehofft, er spielt ihn da vorbei, aber er hatte wohl keinen Boost. Spielt er den jetzt? Ja. Wow. Wow. Are you ready to... Mein Gott, Alter, dass wir alle drei da dran vorbeifliegen. Ist halt mehr als lächerlich gewesen. Oh, schöner Schuss. Sehr schöner Schuss. Sehr, sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, wie der im Tor aussah. Eventuell hat er gerechnet, dass ich den Ball irgendwie ein bisschen verspiele oder so. Und dass mein Mate da nicht zum Schuss kommt. Aber so war es zum Glück nicht. Junge. Wenn du mich lesen willst. Wie schlecht. Ich hätte ihn einfach an der Seite vorbeidrücken können. Er ist einfach da stehen geblieben. Wie schlecht ist das denn? Oh Mann. Ich hasse das, wenn Leute mich outplayen durchs Nichtstun. Wow, das war jetzt meiner, ne? Der wäre auch. Auch wenn die einen so einen Break laufen und man steht da. Versucht irgendwas zu machen. Und er rennt einfach nur geradeaus. So, ohne irgendwas zu drücken. Und du denkst dir so, danke Obama. Danke für nix. Ach. Hol du. Oh, nice. Der geht. Alter, also die an der Seite hier, die Schüsse kann der schon ziemlich gut. Ah, der wäre eventuell. Doch. Okay. Er hat ihn gar nicht mehr bereit. Nice. Okay. Da kommen wir hin. Ne. Oh, shit. Aber es ist okay. Wenn ich ihn nicht verkacke. Alter, wir hätten den fast zusammen gemacht. Der war so schlecht gespielt von mir. Oh, Alter. Hä?
Ach komm, als hätte ich den nicht berührt. Fucking Hitbox, ne? So sieht's nämlich aus. Schön. Hä, wie ist er denn nicht kaputt? Ich fahr mit Vollboost gegen. Ich mein's wirklich ernst, das ist so schwachsinnig manchmal, wie die Leute nicht zerstört werden. Wow. Na, ja, jetzt bin ich instant on tilt. Oh Mann. Na, ja, der war ziemlich nice. Auch wenn der natürlich nicht ansatzweise so beabsichtigt war, aber der war trotzdem ziemlich nice. Also ich meinte, war natürlich so beabsichtigt, dass der den da outplayt, aber ich glaube nicht so, dass der andere da direkt steht und den holen kann. Ich hätte so eher, dass er geplant hatte, den selber dann nochmal zu spielen, aber mein, so schlecht von mir. So super schlecht von mir. Der wäre hundertprozentig auf mich gegangen. Ja, jetzt noch einen Unfall bauen. Extra das Driften angemacht dafür, dass wir keinen Unfall bauen und dann bauen wir einen Unfall. Ich habe keinen Boost mehr. Da kann ich absolut nichts machen. Also ich weiß nicht, wie er vorher gestanden hat, aber sein Save war nicht gut, wie er da hingesprungen ist. Er ist von der Seite gekommen, von der falschen, und konnte sich so auch gar nicht dazwischen platzieren. Ah, okay, ich habe gedacht, mein Mate kommt. Ich hätte nach hinten gucken sollen. Das war ein bisschen naiv. Weil es steht 3-3 und er will da sicherlich auch nichts riskieren. Naja, war klar. Ich hätte einfach auf den Boost auch gerade in der Seite fahren sollen. Ist er drin? So. Oh, den hat er schön an ihm vorbeigesetzt. Ja. Den hatte ich nicht, offensichtlich. Okay. Ich bräuchte jetzt aber langsam mal wieder Boost. Weil die Bälle werden schwer zu halten ohne Boost. Oh, und er ist da hinten. Okay, wenigstens holt er den Gegnern den Boost weg. So, geht doch. Den könnte ich zerstören. Oder auch gar nichts von beiden treffen. Okay, gehen wir hier auf den Boost. So. Okay. We got this. Schön, 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 schön. Okay. Das ist, warum gehe ich eigentlich noch an Bälle? Das ist so dumm. Ich gehe an den Ball, zack, über die halbe Map. Ja. Macht er den? Nice. Guter Schuss. Ich glaube, ich hätte nicht aus seiner Position geschafft. Ich weiß es nicht. Im Replay sieht es jetzt einfach aus, aber als ich aus meiner Sicht ja gesehen habe, wie er da hinkommt, habe ich gedacht, oh, da gehe vielleicht ich besser dran. Aber er kann ziemlich gut zielen. So, da sind wir dann wieder zur zweiten Runde. Und wir spielen Wastelands. Freut das nicht unser Herz? Nein, tut es nicht. Schön, dass er beide Boost mitnimmt. I appreciate that. Aber wir brauchen keinen Boost! Okay. Easy peasy. Okay, kennen die sich irgendwie. Duke Skywalker ist auch ein lustiger Name. Im Gegensatz zu manch anderen Namen hier in der Runde. Shriggy hört sich auch cool an, so ein bisschen wie schlecht. Wie Shiggy. Oh, nice, durchgesetzt. Kann man natürlich auch wieder mit rechnen. Oh, komm. Ja. Der ist ziemlich nice für uns eigentlich geflogen. Ja, Mist, da. Den hat er besser behauptet. Der hat er mit mir gespielt. Hab ich in seinen kleinen, krüppligen Schwanz gerade gelutscht. So wie er es wollte.
Ja, ja, ja. Und schon wieder einfach. Ja, also wieder erst 1000 Mal nicht getroffen, dann rechnet man dann nochmal damit und dann kriegen sie ihn natürlich wieder. Der war ziemlich risky, der hätte auch nach hinten gehen können. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten losgehen. Oh, ich dachte schon, ich wäre geliebt. Ich hätte das Game für immer gequittet. Wow, was mache ich da für eine Fickscheiße? Ich dachte eigentlich, er nimmt ihn viel früher. Deswegen bin ich da gerade so dran vorbeigefahren. Schollt er gerade da so ein bisschen rein? Also immer wenn er gerade springt, fliegt er irgendwie. Ach, was zum Fick bin ich tut. Wie kann man den nicht machen? Also dass man den nicht macht, das ist wirklich sauschwierig. Den nicht zu machen. Es gibt eine einzige Stelle, wo der Gegner deffen kann und da spielt man hin. Von auf der Linie. Von auf der Linie. Das ist... Ärgerlich ist das. Das Wort habe ich gesucht. Ja, da steht es 1-1 anstelle von 2-0. Das so müsste man sich jetzt auch nicht angucken. War jetzt keine besondere Leistung. Also der Save von ihm war schon besonders schlecht, okay. Aber ansonsten... Den brauche ich mir nicht nur angucken. Soll ihm mal passieren, hab ich nichts. Hab ich was gegen, aber... Passiert mir genauso. Mein Gott, die sind so einfach zu lesen, aber es bringt einem halt trotzdem nicht immer was. Alter, war der Schuss gut von ihm. Den kann man sich im Replay nochmal angucken. Alter Falter, also er ist sich zwar ein bisschen verflogen, aber wie er sich gerettet hat, das war sogar noch ziemlich gut, weil er dann ihn richtig schön mit der Schnauze bekommen hat. Respekt. Er bleibt einfach sofort stehen. Ich habe noch nicht mal die Richtung, also im Kopf hatte ich sie schon, aber ich bin noch im Sprung und da bleibt er schon stehen. Ja. Okay, wir gehen hoch. Und verfehlen beide. Wow, gut Klaus. Chapeau. Oh. Das war jetzt Reflex. Ich hatte eigentlich irgendwie mit was anderem gerechnet. Wow. Ey, was ein fester Schuss. Okay, ich gehe hinten den Boost holen. Ich gehe hinten gar keinen Boost holen. Ach, schade, mit ein bisschen Glück wäre er gegen ihn und in deren Tor. Unser Tor natürlich. Und verlängern. Schön. Ach, schade. War aber trotzdem okay. Er stand auch gut. Der Gegner stand halt nur besser. War ein nicer Try. Okay, sie gehen wieder nicht drauf. Ey, könnte ich nicht mal entscheiden, wie die spielen? Der war ein bisschen zu schwach. Die Bälle, ich verstehe nicht, warum ich die nicht treffe. Geht er rein? Geht er rein? Nee. Okay, ich fahr drauf. Sehr schön. Ich glaube, da sollte ich irgendwie so ich hab ihn oder so spammen, damit er das weiß. Weil es bringt ihm nichts, wenn ich euch das sage. Davon kann er sich auch nichts kaufen, wenn er nicht davon damit rechnet. Ja dann. Nice. Ja. Ach komm, dadurch, dass ich den am Anfang so schlecht gespielt habe, bin ich halt nicht mehr ins Tempo reingekommen. Schön. Der kommt sau gut. Alter, ich wollte schon wieder. Ich wollte schon wieder! Ausreißen. Aber dann bin ich's nicht. Der spielt hier wirklich mit mir. Der Schuss war super schlecht, Alter. Mein Gott. Ja, 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 okay. Dann gehen wir halt nicht drauf. Okay, dann machen wir es nochmal spannend.
Sowas ist komplett unnötig. Sau lustig. Ultra lustig, also so einen lustigen Spieler habe ich noch nie gesehen. Ich meine, wenn nur ein paar Sekunden sind, okay, aber 10, 15 Sekunden für zwei Tore, wenn man dann das eine davon verschenkt, dann sind die auf jeden Fall noch machbar. Da muss nur ein Lucky Kickoff danach kommen, wo du nichts machen kannst. Und dann bist du schon ipsimarsch gefigelt. Naja, ich glaube, ich bin heute ein bisschen salty gewesen, oder? Naja, wie dem auch sei. wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Danke fürs Zugucken. Bis dann. Tschüss.